Hallo Leute, herzlich willkommen bei Liquid Nature. Ich bin der Stefan und meine Stimme will sich nicht regenerieren. Sorry dafür. Es gibt heute mal wieder eine Fischvorstellung. Und zwar geht es um den roten Neon, ein echter Klassiker der Aquaristik. Für alle, die auf lateinische Namen stehen, Parachaideron axelrodi wird der gute genannt. Und das, denke ich, mit einer der ältesten Aquarienfische überhaupt. Gibt es irgendwie schon ewig. Also die gab es schon ewig, als ich angefangen habe mit Aquarien. Aber die sind jetzt wie früher wunderschöne Fische. Der rote Neon ist der größte Neonvertreter, den wir so kennen. Also wir kennen ja den blauen Neon, der ist der kleinste, der Neon Salmler, der ist so in der Mitte. Und der rote Neon, der ist der größte. Die Tiere, die jetzt hier hinter mir sind, die sind noch nicht ausgewachsen. Der rote Neon wird so circa 3 bis 3,5 cm groß. Also ist am Ende schon ein relativ stattlicher kleiner Schwarmfisch, der in die Familie echte Salmler gehört. Wie so viele Salmler wollen auch die in der Gruppe schwimmen, kann man ganz gut sehen. Ich würde sagen, unter 10 Stück ist er eher eine schlechte Idee. Und die absolute Mindestgröße für so einen roten Neon ist ein 60er Becken. Wobei ich sagen würde, nur mit Bauchweh ein 60er, besser 80 cm oder größer. 600 Liter zum Beispiel, passt ganz gut. Kommen wir zur Herkunft. Südamerika, Großraum, gibt es rote Neons zuhauf. Ich würde euch allerdings immer raten, auf Nachzuchten zu greifen. Da habt ihr einfach keine Probleme mit Parasiten und Tiere, die gut genährt und auch wunderbar an Granulatfutter rangehen. Thema Wasserwerte. Der rote Neon ist nicht nur der größte der Neonvertreter, er ist auch der heikelste der Neonvertreter. Der wünscht sich nämlich weiche Konditionen und auf die besteht er auch, denn im harten oder alkalischen Aquarium leben euch die Tiere deutlich kürzer. Im sauren Milieu, das heißt pH-Wert unter 7 und die Härte am besten bei der Gesamthärte so 4 bis 8 Grad, Carbonathärte 0 bis 3, leben die Tiere irrsinnig lang. 5 bis 10 Jahre sind da gar keine Seltenheit und das ist bei so kleinen Fischen wirklich eine ganz fantastische Eigenschaft. Die Vermehrung, die ist ein bisschen speziell bei den roten Neons, deshalb würde ich sagen, im Gesellschaftsaquarium könnt ihr euch die nicht so richtig erwarten. Falls ihr mal Neons züchten wollt, da gehe ich jetzt nicht so genau drauf ein, aber da braucht ihr sehr saures Wasser, sehr weiches Wasser, auch mit viel Huminstoffen versetzt und googelt das am besten raus, da gibt es ein paar Anleitungen dazu, aber Leute, ich sag's euch ehrlich, ist relativ viel Arbeit, ist sicherlich eine interessante Sache, aber geht nicht so ganz leicht von der Hand, ist eher was für die Spezies unter euch. Thema Ernährung ist jetzt so ein bisschen zweigespalten, denn bei Nachzuchtfischen ist es überhaupt nicht kompliziert. Irgendein proteinreiches Granulat, das relativ fettarm ist. Ich kann euch da zum Beispiel das Oase Organics Color Granulat am besten in der Mikrokörnung empfehlen, denn die Fische sind halt nicht besonders groß und die gehen da ganz wunderbar ran. Bei den Wildfängen könnte es allerdings sein, dass sie an Granulate oder Flockenfutter noch nicht so richtig rangehen. Dann müsst ihr mal mit Frost- oder Lebendfutter starten und sie dran langsam gewöhnen, auch an Trockenfutter ranzugehen. Ist allerdings in relativ kompakter Zeit gar kein großes Drama. Auf Dauer freuen sich die Fische natürlich, so wie alle Fische, über regelmäßig Lebend- und Frostfutter. Denn Lebendfutter ist einfach das Beste, was man so kriegt für die Tierchen. Aber als Hauptnahrung ist das Granulat total okay. Vergesellschaften ist überhaupt kein Problem. Auch hier habe ich sie vergesellschaftet, zurzeit mit Schmucksalmlern. Aber so ziemlich jeder mittelgroße Salmler kommt gut in Frage. Auch Zwergbundbarsche, Skalare sind der klassische Beibesatz, auch Diskusfische. Also ihr seht schon, da habt ihr wirklich alle Freiheiten, solange es eure Aquariengröße zulässt. Der rote Neon ist ein ganz, ganz toller Fisch fürs klassische Gesellschaftsaquarium und ich kann euch den wärmstens empfehlen. Apropos wärmstens, die Temperatur habe ich vergessen, da will es ein bisschen wärmer. Ich würde sagen, unter 23 oder 24 Grad solltet ihr den guten nicht halten. Allerdings nach oben ist alles unkompliziert, rauf bis 32 Grad macht euch der rote Neon alles mit. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt Guster machen auf diesen tollen kleinen Bewohner fürs Aquarium. Denkt bitte dran, große Gruppe, so zumindest 10, aber besser mehr. Hier zum Beispiel 100 rote Neons, schauen einfach am besten aus. Wenn es eure Aquariengröße zulässt,
setzt eine große Gruppe rein, dann habt ihr auch große Freude damit. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi, Baba.